Liebe Sagwas-User, vielen Dank für Ihre vielen Kommentare und für die Diskussion. Aber sie war ja doch sehr zwiegespalten. Einerseits haben wir Leute, die sagen, ja, okay, wir können was ändern, auch im Kleinen. Ich selber kann etwas verändern. Aber auch viele haben gesagt, ja, es bringt nichts, wenn ich alleine was mache. Der Gesetzgeber soll doch bitte etwas tun. Ich allein schaffe das nicht. Oder auch, wenn ich alleine was mache, was für einen Sinn hat das? Was kann ich denn wirklich alleine erreichen? In dem Augenblick sollten wir vielleicht alle an unser eigenes und an ihr Vertrauen appellieren, an das Vertrauen in uns selber. Denn wir können etwas erreichen, auch als Einzelpersonen. Das sehen wir immer wieder und das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Wenn wir das Beispiel Vegetarier nehmen, das wir bereits in dem Diskussionsstart hatten, dort geht es darum, mehr vegetarisch oder hauptsächlich vegetarisch zu essen. Wenn wir 20 Jahre zurückdenken, wie verpönt war es doch, vegetarisch zu essen? Wie problemhaft war es, etwas Vegetarisches zu finden? Wenn wir heutzutage in Berlin rausgehen und gucken, es gibt vegetarische Restaurants, Imbisse, Supermärkte, das ist kein Problem. Selbst normale, in Anführungszeichen, Restaurants weisen vegetarische Gerichte extra aus. Wir sehen also, wir haben durchaus Einfluss darauf. Dieses Vertrauen sollten wir nutzen und selber etwas tun. Ich möchte Ihnen ein kleines Gedankenspiel mitgeben zum Schluss, dass Sie vielleicht auf diese und auch auf weitere Sachen anwenden können. Ein Gedanke allein ist doch keine Revolution, aber jede Revolution beginnt mit einem Gedanken.